Jo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Torchlight. Hoffentlich jetzt diesmal mit In-Game-Ton. Und ja, ein paar leichten Rucklern, aber ich denke mal, es wird sich alles noch normalisieren. Und Monster, ganz viele, ganz viele! Und warum habe ich auf einmal den Zauber wieder? Wobei auch nicht ganz schlecht ist, aber ich bin fast ein Fan von dem. Ich finde den viel cooler. Oh, oh, oh. Oh, nice. Und schon. Cool, das. Ja, blockiert genau. Nee. Das stunt die Gegner gleichzeitig, also betäubt so. Und wir haben so einen schönen Schwung. Ja, wieder Lichtback um uns. Oh, da normalisiert sich das wieder, ja. Stotter, stotter, stotter. Und ich finde, das sieht auch deutlich cooler aus mit der. Also, ganz ernsthaft. Das hat so viel mehr Stil. Unsere Revolver-Heldin hier. Es macht, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Schaden, kann das sein? Und ich finde diesen Nahkampf-Skill, den ich gerade drin habe, richtig cool. Wenn ich ehrlich sein muss. Oder ehrlich sein darf, sagen wir es mal so. Ich muss mir die Erlaubnis geben. Okay. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wechseln. Okay. Haben wir eigentlich jetzt das Gescheiß bekommen? Okay. Müll, Müll. Auch Müll. Ja. Gegebenenfalls mal einsetzen. Warte mal kurz, ich bin mal kurz weg. So, bin wieder da, okay. Ja. Das müssten wir auch identifizieren und das hier müssten wir identifizieren. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir mal schnell irgendwelche Identifizierungsschrift reinbekommen. Ansonsten müssen wir warten. Und es geht hier nicht weiter. Nein! Ja, müssen wir halt hier hoch. Und? Böses Fass? Nee, war böses Skelett. Und es ruckelt wieder und bringt das Baby legt sich wieder mit Leuten an, denen er eigentlich nicht gewachsen ist. Er macht ja noch nicht mehr richtig Schaden. Also ich dachte eigentlich, hier könnten mehr draufhauen als Schützen, aber egal. Wahrscheinlich eben nur so ein billiges Klischee, was halt jeder übernommen hat und was jetzt hier mal revidiert wird. Oder war es wohl revidiert? Na egal. Ihr wisst, was ich meine, und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Und, oh, Vakulin Mage. Ich muss nur denken, dass ich gerade die Blitzbaum nicht aktiv habe. Ah, okay, so kann ich das auch machen. Wusste ich gar nicht. Einmal durchgespielt und ich weiß es noch nicht. Das ist peinlich. Oder, oh, dicker Gegner. Oh, denken aber schnell weg. Alter, das ist jetzt peinlich für den, würde ich mal sagen. Und das scheint, als ging es hier weiter. Ja. Yep. Machen wir gleich nochmal ein kleiner. Ja. Sightseeing-Tour. Nein, nein, ich möchte nicht die Treppen darunter. Don't go down the stairs. Und eine Identifizierungsschriftrolle. Und. Wo kommt das Skelett her? Irgendwas liegen gelassen? Nein. Okay, was identifizieren wir dann am besten? Ich bin mal für die Stiefel. Und es hat sich gelohnt. Mehr Eisschaden, also plus 3% und plus 2 Rüstung. Das ist nie schlecht. Brauchen wir noch einen hier für den Ring und dann ist alles soweit paletti. Wer stellt schon seinen Befall so beschissen da drauf, dass man es noch nicht mal anklicken kann? Na egal, dann gehen wir mal zurück. Dupdi-dupdi-du. I'm walking on sunshine, I'm walking on sunshine, I'm walking away. Ne, den Rest erspare ich euch dann wieder. So peinliche Gesänge könnt ihr euch bei Gronkh antun, aber nicht bei mir. Das wäre dann schon wieder zu viel, bin ich fast der Meinung. Und, sterbt an meinen kleinen Blitzbomben. Und wieder eine Identifizierungsschriftrolle, juhu, und... Ach Gott, ich mag diese Klicksteuerung nicht. Weil ich mich da und dann verklicke, neben Gegner drücke und dann läuft er wohin, wo er eigentlich nicht hinlaufen soll. Und, oh, wir schön zu die Luft jagen. Und verklickt. Na egal. Wir haben ein Geheimnis entdeckt, habt ihr gerade eben ja gehört. Und ich habe schon fast das dumme Gefühl, weil, eigentlich müsste uns das schon angegriffen haben, oder? Dass diese Truhe hier, dieser Schatz hier, so ein komisches, ja, Tarntruhenvieh halt ist. Nein, ist es nicht.
Ach, ist das herrlich. Und wieder eine Identifizierungsschriftrolle. Mal, jetzt kriegen wir wieder ein paar. So, über. Ja, mehr als genügend eigentlich. Okay, brauchen wir so und so nicht. Und hier plus 3 Eisschaden, plus 3 elektrischer Widerstand. Ein Gold finden, also 1% mehr Gold. Und plus 4 Giftresistenz. Ich glaube, fast das lohnt sich gerade eh nicht. Den Eisschaden, auf den kann man verzichten. Da habe ich lieber Giftschaden und Feuerschaden. Ach Gott. Und jetzt wieder alles zurücklaufen. Wobei, ich sollte mich ja eigentlich nicht beschweren. Noch ist es ja noch kein langer Weg, aber später kann das Ganze ziemlich lang werden. Wenn man dann so am Ende ist und sieht, oh, da war ein Zweig, den habe ich übersehen. Ich weiß noch, wo ich dann gedacht habe, oh, da habe ich einen Zweig übersehen. Bin ich diesen ganzen beschissenen Weg zurückgelaufen und dann war es nur so ein kleiner Seitengang. Da habe ich mir auch gedacht, ach, ihr könnt mich mal. Und wir sind in der Dank Chamber. Also wir sind jetzt nicht mehr in einem normalen Flur, sondern wir sind jetzt in einem besonderen Raum, weil hier passiert jetzt was. Und ich will mal fast sagen, hier treffen wir den Typen, den Brick verfolgt hat. So ganz grobe Schätzung. Als ob ich es nicht wüsste. Nee, vielleicht irre ich mich auch und es ruckelt gerade wie Sau. Hallo, geht's auch anders? Geht's besser, wenn ich reinzoome? Okay, warten mal kurz. Ich bin auch kurz weg. Na okay, das Ruckeln hat sich nicht wirklich gebessert. Wir haben hier wieder Bugs. Aber ich gehe jetzt einfach mal durch die Tür und schau mal, was rauskommt. Und oh, ich glaube fast gleich wird das Ruckeln wieder von neu losgehen. Nun habe ich dich! Was hast du mit Arik gemacht? Ich bin hier, Brink. Ich habe eigentlich nach Syl gerufen. Ich habe eigentlich für Syl geschickt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dich eingeladen ha zu haben oder einen Freund. Aber du könntest dich immer noch als nützlich erweisen. Wie auch immer. Bleib ruhiger, Bistilja. Bleib ruhig. Was macht er da? Oh mein Gott, was passiert jetzt mit Brink? Scheiße, verdammt! Fuck. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht. Oh mein, Glanz, blau mal. Hallo. Oh Gott, das Ruckeln ist gerade unschön, ganz ehrlich. Ich mache den Kampf jetzt noch fertig, danach muss ich mal gucken. Ich habe jetzt zwar keinen Bock, die Auflösung zu weit runterzustellen, aber wenn es dann bei solchen Kämpfen ruckelt, ist das alles andere als angenehm. Und jetzt hauen wir immer noch eine rein, wer gerade mit unserem Kätzchen beschäftigt ist. Hallo, du sollst. Gut. Und verfehlt. Komm. Jetzt abknallen. Brink, der Korrumpierte. Er hat immer Kristallangriffe. Oh Gott, das ist so halb Brink gerade und halb Kristallvieh. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Wir können ja so einen Mana-Trank mal nehmen, das ist immer ganz praktisch. Okay, so ein großes Problem war jetzt auch wieder nicht. Ich habe keinen einzigen Gesundheits- Doch, ich habe einen gebraucht. Und wir haben ihn erledigt. Oh, verdammt. Wir mussten Brink dafür leiden lassen. Jetzt haben wir auch schnell hier alles ein. Okay. Oh, und da kommt sie. Brink, nein! Was ist passiert? Alas, mein Freund. Wer ist Alas?
Du sagst, das ist Alriks Machenschaft, genau. Das ist Alriks Tun? Also war sein Ruf eine Falle. Aber warum? Ja, die Beeinflussung hier muss ihn überwältigt, muss seinen Geist überwältigt haben. Ich kann nicht glauben, dass es ihm so mächtig ist. Ja, ich sehe, es hat dich auch berührt. Blight, was auch immer Blight ist, ich weiß es gerade nicht. Ja, Blight erfüllt dich so ungefähr. Also es breitet sich in dir aus und wenn wir keinen Weg finden, das zu stoppen, wird dich dasselbe Schicksal ein wie Brink. Es tut mir leid, dass ich dich in sowas reingezogen habe. Aber ich werde mein Bestes tun, um dich zu heilen. Triff mich in Torchlight und ich sage dir, was mein Plan ist. Okay. Na super. Wir sind infiziert. Ein psychopathischer Magier läuft hier irgendwo frei rum und Dings. Ja. Wenn's blöd läuft, fahren wir auch gearscht bald. Oh, und noch ein Chest, eine Truhe. Oh, schon wieder das Inventar voll. Schauen wir mal. Oh. Untersuchen wir gleich mal den hier. Und der ist deutlich besser. Und wir brauchen Magie dafür. Oh, ich mag sowas nicht, wenn ich auf was skillen muss, was ich eigentlich nicht brauchen kann. Okay, das andere gucken wir mal hier. Ja, das sieht auch noch besser aus. Und hier haben wir auch was Interessantes bekommen. Oh! Das erhöht Brom's Roughide Tonic. Rauer Haut, bla bla bla, ist egal. Auf jeden Fall bringt es uns Verteidigung dazu, und zwar 2. Auch dauerhaft. Dann machen wir das gleich mal. Und dann haben wir hier noch, können wir wegwerfen. Zumindest zu unserem kleinen Viehbegleiter da tun. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. So, aus denen Zerrüstung immer mehr Gold finden. Also, ich sag mal so: Gold ist mir jetzt nicht so wichtig. Wir werden später noch genügend haben. Vor allem, wenn wir bessere Waffen finden. Okay. Können wir ja noch nicht tragen. Und hier, das können wir wahrscheinlich sonst so nicht gebrauchen. Das ja auch nicht. Das ja auch nicht. Und ja. Sammeln wir mal den Rest auf. Hallo. Ich will es aussammeln. Und dann müssen wir uns oben mal Identifizierungsschriftrollen kaufen. Und noch eine Truhe. Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass das so viel sind. Entschuldigung. Aber habe es halt letztes Mal nicht gecheckt und jetzt habe ich es halt alles. Oh, Identifizierungsschriftrolle. Schön. Nutzen wir die gleich mal. Guck uns mal hier Cap hier an. Yep. Rainy Leatherhood. Hirnige Leder? Kappe? Aha. Aber es gibt bloß 4 Mana noch zusätzlich, das ziehen wir mal an. Das bringt uns was. Schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Oh, Mana Potion hier auch noch. Hier sind zu viele Lichteffekte, es ruckelt. Und da sind Truhen. Und hier ein Wegtor zur Stadt. Die Wegtore sind diese tollen Portale, von denen ich am Anfang geredet habe. Wir werden es auch gleich sehen, wenn wir wieder rauskommen. Und wir haben wieder so viele Items hier. Okay. Dann benutzen wir die hier mal für. Ach, machen wir mal den Ring. Der Ring, der. Ja, der Ring. Er hat einen Ring um seine. Ja. Nee, den Ring, den brauchen wir gerade gar nicht. Der ist nicht so wirklich besser als das, was wir bisher haben. Okay. Jetzt kommen wir hier runter. Aber wir müssen eh erstmal zurück zu Syl und machen auch eine kleine Shoppingtour gleich. Also dann los, ab durchs Portal. Es hat funktioniert. Und hier seht ihr nochmal, das ist das Portal, von dem ich am Anfang geredet habe. Wir werden im Laufe des Spiels immer weitere Wegpunkte freischalten. Die können wir dann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Und dann können wir zu diesen jeweils reisen. Das ist immer ganz praktisch, wenn wir irgendwelche Quests nachher bekommen, die wir dann brauchen. Oh, und hier haben wir auch noch eine Quest. Beim Hatch, das wird auch noch cool. Jo. Und dann reden wir mal hier mit Syl.
Ich bin noch etwas durcheinander, Freund. Brink ist tot, mein Meister verschollen und ich fühle mich verantwortlich für für deine Beeinflussung. Irgendwie hat der Blighted Ember, oh Gott, ich wüsste gern, was Blighted heißt, sich mit deinem Fleisch verbunden und er verändert es. Aber letztendlich ist dieser Fortschritt eigentlich langsam. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, willst du uns wahrscheinlich damit sagen. Ich weiß etwas über die über die Krypten unter der Mine. Der Overseer, also der Aufseher, hat mit Methoden Purifizieren des Embers experimentiert. Und wir könnten vielleicht aus, kurz, wir könnten vielleicht sein Wissen nutzen, um die Korruption von dir wegzukriegen, also um die Beeinflussung davon dir wegzukriegen. Was heißt eigentlich Corruption genau? Das müsste ich auch mal nachgucken. Oh Gott, mein grauenhaftes Englischvokabular. Egal. Okay, und dann sagt es jetzt noch zuletzt, finde die Bibliothek des Oberseers, genau, des Overseers, des Aufsehers. Deine Notizen sollten dort sein. Jo, was machen wir? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. A Cure for Corruption. Eine neue Quest. Und? Rockel, rockel, rockel. Jetzt gehen wir mal zu dem hier. Und verkaufen ihm den ganzen nutzlosen Scheiß, den wir hier mit uns rumschleppen. Und ich glaube fast, er hat schon wieder was Neues im Angebot, kann es sein? Die macht auch nicht gerade wenig Schaden. Naja, an Waffen hat er wirklich nichts Neues. Ach Gott, hier sind super schicke Sachen. Hier, bringt uns das was? Na. Bringt uns das was? Ja, das bringt uns wirklich mehr. Finde ich jetzt persönlich. Der hier. Ah. Oh, Gorgonenstiefel. Warte mal, ich glaube, ich habe noch irgendwo Gorgonen-Ausrüstung gehabt. Muss mal schauen. Ah, die könnten wir uns. Ne, können wir uns noch nicht kaufen. Müssen wir mal schauen. Die Teile hier bringen mir die ein bisschen mehr. Ich möchte ungern diesen Geschicklichkeitsbonus aufgeben. Aha. Das ist auch schon mal was. Ganz schickes. Ich glaube fast, das nehmen wir gleich mal mit. Okay, jetzt können wir es wahrscheinlich sind so die Gorgonengeschichte dann nicht mehr kaufen. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Da finden wir bestimmt noch irgendwas auf dem Weg. Ja, und die können wir uns vielleicht noch holen, wenn wir genügend Geld zusammenkriegen. War die hier? Ich würde mal fast eher sagen, aber die hier. Ja. Ja, dir auch. Goodbye. Und jetzt hier. Hierfür brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Yep. Fünfmal brauchen wir die. Okay, ist ja gut. Na. Geschicklichkeitsbonus. Kurz, wie viel sind denn die wert? 30. Verkaufen wir die, das bringt mir jetzt momentan ein bisschen mehr. Also hätten die jetzt mehr Geld gegeben, hätte ich vielleicht gesagt, okay, aber. Hier. Brauchen wir auch nicht. Ich glaube, es wird nicht genügend Geld, um uns das noch zu leisten. Der hier. Wobei. Na. Machen wir mehr Schaden eigentlich. Ist, glaube ich, fast besser. Ich hoffe, das ist jetzt auch der richtige. Nicht, dass ich alles ausgewechselt habe. Das war nicht. Okay, das müsste jetzt aber der richtige sein, oder? Ja. Und dann nochmal zwei. Und dann. Ja, dann haben wir es bald. Okay, der ist besser als unser aktueller Gürtel. Deswegen entsorgen wir das Teil gleich mal. Also das, was wir nicht brauchen, und das hier. Ist theoretisch noch besser, aber ich glaube fast, damit das Teil einen Sockel hat und zwar Schaden reflektiert, können wir es wegmachen. Wobei, warte mal, was kostet, was bringt denn mehr? Oh, super, wir bringen gleich viel. Ich glaube fast, ich verkaufe das mal.
Okay, und hier müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen, ja, Magie dazu bekommen. Und hier haben wir jetzt noch so einen tollen Core Ember. Cracked Core Ember. Wo tun wir den dann draufziehen? Ich glaube, fast den ziehe ich mal hier drauf. Weil das Teil hier wir später eh abgeben müssen. Und dann macht es keinen Sinn, da einen Sockel reinzuziehen. Das ist dann nur in Anführungszeichen Geldverschwendung. Und dann schaue ich gleich mal hier oben in meiner Trickentruhe, dann seht ihr mal, was ich so habe für die späteren Level. Ob da was Schönes drin ist. Ja, aber halt erst Level 25. Hier ist Gimmatrons Command. Ach ja, genau, das ist so eine Set-Geschichte. Und da habe ich auch noch gleich eine andere Sache dazu, also andere, ja, Waffe dazu. Achtung, ich glaube, ich muss gerade niesen. Ah, doch nicht. Okay. Dann hier noch die. Also, wir haben genügend Waffen für später. Das wird dann ganz lustig werden, denke ich mal. Vor allem, weil wir hier. Oh, hier haben wir noch so ganz, ganz tolle Stiefel. Also, oh Gott. Sartans. Also nicht Sartans, sondern Sartans. Ravager. Okay, das wird auch cool. Also, wir haben später genügend Equip, das wir dann nutzen können. Vor allem ganz cool aussehendes. Gut. Wir haben eigentlich keine Quest abzugeben, aber wir haben jetzt hier noch eine anzunehmen. Der Kill. Ja, der Kill, genau. Ne, der Typ hier, der ist was ganz Besonderes für mich. Denn. Machen wir es erstmal so. Erstmal gibt er hier ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr. Ja, nicht mehr so viel Gold, aber ein bisschen mehr Ruhm. Und vor allem drei Belohnungen hier: eine große Gesundheitstrank, und zwar zweimal. Und hier noch ein Zauber Retrovision. Das macht irgend so einen komischen Geist, der. Schaden reflektiert so ein bisschen, also so ein Kontergeist, kann man fast sagen. Hey, a stranger, welcome to Torchlight. I'm Hatch, richest man in town. Well, that's my plan anyhow. I haven't worked out all the details yet, but the key is this here wand. It opens a portal to one particular spot. I'm sure it must be full of treasure. Probably is. It's also full of monsters, so I can't have a look for myself. If you can handle these monsters and bring me the best treasure you find in there, you can keep any golden weapons for yourself. Be careful, though. I don't think any other portals will work in there. What do you say? Hey, hallo Fremder, willkommen in Torchlight. Ich bin Hatch, der reicheste Mann im Ta in Town, genau, in der Stadt. Okay, das ist wenigstens mein Plan. Ich habe noch nicht alle Details herausgearbeitet, aber der Schlüssel dafür ist dieser Stab oder irgend sowas halt. Er öffnet ein Portal zu einem ganz bestimmten Punkt. Und ich bin mir sicher, dass er voll mit Schätzen sein muss. Das Problem ist, dass er genauso gut voll mit Monstern ist. Also kann ich nicht selber danach schauen. Wenn du dich um die Monster kümmern kannst und mir den besten Schatz, den du da drin findest, gibst, kannst du alles Gold und kannst du je ja kannst du genau ne nochmal wird neu genau kannst du alles Gold und alle Waffen behalten ja für dich behalten. Sei vorsichtig, sei trotzdem vorsichtig. Ich denke nicht, dass andere Portale da drin funktionieren werden. Und was sagst du? Lehnen wir ab oder akzeptieren wir? Ich würde mal fast sagen, ja, das akzeptieren wir. Das lohnt sich immer. Und jetzt öffnet sich hier so ein tolles Portal. Und dann gehen wir jetzt rein. Denn die Monster dort sind immer auf unserem Level. Wir finden dort immer coole Sachen, oder fast immer. Jo, das sind schon die beiden Hauptpunkte. Vor allem, wenn man so ordentlich spielt wie ich, dann ist man später so vom Level her overpowered, dass einem diese Quests dann wieder richtig Spaß machen, weil dann wenigstens Gegner kommen, die einen killen können. Und man nicht bis zur nächsten Etage bis zur nächsten Etage warten muss, bevor man überhaupt irgendeinen hat, der einem Schaden machen kann. Ach, die Krypta des Chroniclers, genau, des Chronisten. Wenn das alles auf Deutsch wäre, wäre es doch so viel einfacher. Aber es ist natürlich nicht übersetzt auf Deutsch. Zumindest nicht die Version, die ich kenne. Und es ruckelt wieder. Oh, Corrupted Shambler. Nein, du sollst nicht, sollst. Ach Gott. Es ist schlimm mit dieser Klickstelle, vor allem wenn es ruckelt. Blood River will Primordial. Ach, Primordial. Seid gesegnet für eure wunderbare Musik, die ihr mir bietet.
Ja, ich stehe auf solchen Scheiß. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich, werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar Feinde machen, aber besser als so Techno- oder Pop-Gedudel, wie es in meinem Radio kommt. Besser als dieser Einheitsbrei. Okay, dann sammeln wir noch den ganzen Scheiß hier wieder ein. Und wir haben auch eine neue Pistole bekommen, die untersuchen wir natürlich gleich. Ja, und die tun wir auf die andere Hand. Würde ich mal ganz grob sagen. Und ja. Ich glaube, dann verabschiede ich mich hiermit mal von euch. Nächstes Mal geht es dann weiter hier in der Krypta, genau, das Chronisten. Ich wollte schon wieder Chroniclers sagen. Junge, du sollst doch Deutsch übersetzen. Egal. Also dann, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, auch mein, naja, Gestammel, das Übersetzte stört euch nicht so übertrieben, wie es mich stört. Gut, und dann bis zum nächsten Mal. Bye.